die Menschen miteinander sprechen, kommunizieren. Wenn die Hürden abgebaut werden, dann nehmen auch gleichzeitig so Vorurteile ab. Und ich denke so, das ist so ganz wichtig letztendlich, dass man da so Initiative auch zeigt. Also ich habe hier Projekte an Brennpunktschulen gemacht in Berlin und das sieht ganz schön düster aus teilweise. Und da muss auf jeden Fall auch die Stadt Berlin einfach oder das Land Berlin nachbessern, was Bildung angeht. Absolut, absolut. Aber ich hätte mir gewünscht, dass ich mal so eine Lehrerin hätte wie Sie. Jetzt auf professioneller Ebene. Auf Europa. Man stelle sich vor, so lange Frieden in Deutschland, 45, ja, das haben wir Europa zu verdanken und dass das also auch noch unseren Enkeln erhalten bleibt, ja. Because if we don't go together, we're just taking the risk that things can be broken and we could go back into time, the way things were not as nice as they are now. It's basically that. Everyone can be in the same shoes at any time. So please don't fight, be together. Ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie. Meine Mutter ist mit 5 Kindern aus den deutschen Ostgebieten, als sogenannte Vertriebene, ist sie hier erstmal in der DDR gelandet. Diese Flüchtlingserfahrung haben wir nie vergessen. Deswegen haben meine Frau und ich uns sofort hier, als die Flüchtlinge hierher kamen, kümmert. Wir haben angefangen, als wir den Brexit und die Wahl Donald Trumps im Rücken hatten und vor uns lagen Wahlen in Frankreich und in den Niederlanden und wir hatten Angst, wir waren verunsichert. Wir haben uns gesorgt um unsere Werte hier in Europa und wir mussten irgendwas tun. Und so haben wir angefangen, hier in Berlin auf dem Gendarmenmarkt Demonstrationen, Kundgebungen zu organisieren. Da kamen anfangs so 250 Leute hin und kurz vor der Frankreich-Wahl dann bis zu 7000. Die Europäische Union hat vor allem meiner Generation so viele Freiheiten geschenkt, von denen unsere Eltern und unsere Großeltern nur träumen konnten. Und das müssen wir bewahren. Das müssen wir auch besser machen. Das ist unsere Aufgabe, unserer Generation. Ich bin jetzt 36 und irgendwie ist man mit Europa groß geworden. Und ja, es sollte auch nicht anders werden, nee. Warum ist Europa so erhaltenswert? Weil in den 2 großen Weltkriegen eine Menge Menschen gestorben sind. Unter anderem hat Deutschland 60 Millionen auf dem Gewissen und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Wisst ihr was? Ihr seid jetzt umgetauft in coole Omas gegen rechts, okay? Cool oder nicht cool, jedenfalls gegen rechts. So, ich gehe jetzt nach links. Ich gehe jetzt nach links. Du hast gerade auf der Bühne gesagt, dass du die Unterschicht repräsentierst. Genau. Was heißt das? Also was heißt Unterschicht? Also Unterschicht sind für mich alle die keine Teilhabe haben oder zu kurz kommen. Bei mir war das so, also ich komme aus dem Osten und nach der Wende wurde halt alles einfach nur zerstört und zerrockt. Es gab auch, für mich war so nach 2000 so dieser Hype verklungen und meine Zukunft wurde mir wie gestohlen. Und die meisten Leute haben da angefangen Drogen zu nehmen und es war also so eine Abwärtsspirale und so weiter und so fort. Und ja, ich musste dann auch wegziehen hier nach Berlin, damit ich nicht selber sterbe. Würdest du sagen, dass Deutschland wiedervereinigt ist? Das hätte alles mehr integriert werden können, anstatt einfach den Westen komplett über uns zu planieren. Und so, dann wären wir auch nicht so verloren gewesen. Als Tiny House Grundgesetz sozusagen ist es natürlich quasi materialisiertes Grundgesetz. Es ist quasi wahr gewordenes, wirklich gewordenes Grundgesetz. Und Europa ist ja auch irgendwie sowas wie eine Idee von einer übernationalen Verbindung von Völkern, die zerbrechlich ist, die bedroht ist. So ein Tiny House ist auch zerbrechlich. Jeden Tag, wenn das Ding irgendwie von Ort zu Ort transportiert wird, spüre ich die Anspannung, aber es hält und ich hoffe, dass Europa auch noch irgendwie hält und zusammenhält. Und Vivian Chaco und ich, wir machen jetzt mal einen kleinen Europa-Rap oder so ähnlich. Yeah.
Under the digital desert, I come as a successor. Fake shit, crash it, to rock new chapters, band it. Ninja moves like a knight in the shitstorm of ignorance, ignited your life. Odds on my side, yeah, I spit like a dragon. 99 skiders, born in Atlantis. I claim the power, tramping down watchtowers. When I'm in turns, blasted, your block ain't lasting. Come with the sweat, the cut strings, through my deck, I burn fists, through my back, I swing deep with black matter. Cause he won't bat, I put blocks with the way. Pull up a Trojan in the Babylon City. Yeah. Oh yeah! Vier Tage in diesem Gefährt gehen zu Ende im Tiny House Grundgesetz. Wir haben mit unserem Kooperationspartner Artikel 1 am Demokratisch über gesellschaftspolitische Fragen diskutiert. Wir haben über Grundrechte, über die Demokratie gesprochen und über Europa. Geht raus, engagiert euch in Initiativen, gründet neue Initiativen und lasst uns Europa zum Leben erwecken.